Ich bin Kurt Moseder, ganz ordentlicher Mediziner, aber auch Heilpraktiker. Gemeinsam mit meinem Bruder Herz Rainer Moseder arbeiten wir am Muskelsystem, wir entwickeln Übungen, Kraft in den Dehnungsübungen. Wir haben ein großes Thema, das ist die Ernährungsmedizin mit Natural Eating. Und es geht um die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen. Eine wichtige Brücke war zwischen der Erfahrungsmedizin aus Asien und der Wissenschaft, der Charité in Berlin, mit Biochemie und mit Muskelforschung einen gemeinsamen Nenner zu finden, der allen hilft. Die Frage war, wen interessiert das? Dank dem Profisport als Botschafter gibt es jetzt mehr Interesse, sodass die gute Botschaft, dass es fast nie zu spät ist, etwas zu tun, in jeden Haushalt, zu jedem Kind und zu jedem Senior kommt. Unser Herz-Kreislauf-System ist eigentlich der Motor, der uns am Leben hält. Das Herz ist eigentlich eine wundersame Pumpe. Wir wissen heute viel mehr als eine Pumpe, denn wenn es nur Pumpe würde, dann könnte es diese Leistungen nicht bringen. Also ein komplexes Zusammenspiel mit den Blutgefäßen, ein komplexes Zusammenspiel mit der Mikrozirkulation, ein komplexes Zusammenspiel, was jede Zelle in unserem Körper, in unserem Gehirn ernährt, auf Trab hält und den mit Sauerstoff versorgt. Das Herz-Kreislauf-System funktioniert so selbstverständlich, dass wir uns eigentlich keine Gedanken darüber machen. Nur irgendwann schlägt es ein und dann wundert man sich, wieso das nicht mehr läuft. Und das Herz-Kreislauf-System ist abhängig von unserem Lebensstil. Das heißt Stress, das heißt Immobilisation, das heißt zu wenig Schlaf und zu wenig Achtsamkeit und Innenschau erhöht das Risiko, dass der Blutdruck steigt, dann steigt er langsam, dass dann eine Atemnot sich dazu gesellt und irgendwann kann es schlimmer werden. Im Idealfall läuft es rund bis ins 100. Lebensjahr. Das Herz-Kreislauf-System beschäftigt uns deshalb, weil schon vor Beginn des Studiums mit der Lebensgeschichte von unserem Papa die Immobilisation, die Rollstuhlpflicht dazu geführt hat, dass der erste Herzinfarkt, dann der zweite Herzinfarkt und der dritte Herzinfarkt eingeschlagen hat. Die Medikamente haben versucht, was zu retten, aber die Kurve ging steil ab. Mit der Behandlung hat sich auch das Herz-Kreislauf-System von unserem Papa erholt. Er wurde wieder gesund und konnte locker wieder 5 Kilometer laufen. Das geschieht nicht von heute auf morgen und nicht nur über eine eindimensionale Behandlung. Da braucht es ein gutes Konzept. Und das war die Aufgabe. Ist es noch möglich, auch im hohen Alter? Ja, es ist möglich. Und ist es möglich, wenn es auch schon eingeschlagen hat nach dem Herzinfarkt? Ja, auch dann ist noch möglich, dass man das Ökosystem Herz-Kreislauf so behandelt, dass die Herzleistung wieder besser wird. Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen nie aus dem heiteren Himmel, sondern die haben eine Vorgeschichte. Sehr häufig ist der Stoffwechsel entgleist, der Blutzucker steigt an, man merkt es noch gar nicht. Ganz heimlich steigt der Blutdruck an und man merkt noch nicht viel, die Fettwerte steigen an, man kriegt ein Medikament und man denkt, ist alles gut. Aber dann eskaliert das Ganze und dann schlägt es erst ein. Chronischer Stress führt dazu, dass der Zuckerspiegel aus der Fuge gerät. Chronischer Stress verengt die Blutgefäße. Chronischer Stress macht eine Herzangst. Und dann wird es komplizierter und ein Belastungsfaktor allein, der macht noch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Aber wenn mehrere Belastungsfaktoren sich überlagern, dann wird man richtig krank. Unser Körper hat eigentlich ganz viele Signalträger. Das heißt, wenn das kritisch wird, leuchtet eine rote Lampe auf. Diese rote Lampe kann sein, dass man plötzlich schwitzt, dass man schlechter schläft, dass der Blutdruck ansteigt, dass man plötzlich einen Infekt hat, dass man am Morgen todmüde wird, dass man sich abgeschlagen fühlt, dass man plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie das bisher war, dass man plötzlich weniger Lust hat an Sport, dann macht man gar keinen mehr. Und man schlittert so hinein. Und wenn ich jetzt auf die Signale wie eine wiederholte Infektanfälligkeit, wenn ich auf die Signale Muskelschmerz, Muskelfaszienschmerz reagiere, wenn ich jetzt darauf reagiere, dass wenn es mir hier vorne zu eng wird, dass ich dann abklären lasse, was dahinter steckt und gegebenenfalls mit dem Training anfange. Wenn ich wirklich feststelle, ja, ich habe mich vernachlässigt und mir tut's weh, dann kann ich das Signal verwerten und zum Training gehen. Die ersten Signale sind milde.
Wenn man auf diese reagiert, kann man spätere Einschläge abpuffern. Ein berühmter Kardiologe, Präventologe, der in der interventionellen Herzkardiologie aktiv war, sagt, dass 90% von allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Prävention, Prophylaxe, Training und Lebensstil abpufferbar sind. Wenn die ersten Signale nicht nur Signale bleiben, sondern sich chronisch etablieren, also eine enge Atmung, wenn man die Treppe hochgeht, Schmerz in der Brustwirbelsäule oder hinterm Brustbein, wenn man bewegen möchte, dann der Blutdruck, der plötzlich Druck im Kopf macht, wenn Kopfschmerz erscheint, dann wird es Zeit, mal zum Arzt zu gehen und sagen, hey, wie geht's mir eigentlich? Und wenn ich vorher nicht gespürt habe, gibt es dann einige Laborparameter, einige Untersuchungen, die mir helfen. Und dann ist der Blutdruck und der erhöhte Blutzucker und die erhöhte Harnsäure und erhöhte Fettwerte, die sind ein Signal, das Signal nicht einfach wegzuwischen, sondern spätestens dann was zu tun. Medikamente sind die Feuerwehr, aber mit der Feuerwehr baue ich keine Häuser. Deshalb muss man dann was tun und mit den Laborwerten in die Aktivität gehen und die Gesundheit in die eigene Hände nehmen. Stellt sich dann die Frage, was tun mit den ersten Signalen und mit den ersten Befunden und vor allen Dingen mit den ersten Diagnosen. Die Diagnose ist noch nicht die Krankheit. Und Sie sind auch nicht die Diagnose und nicht die Krankheit, sondern jetzt beginnt's. Jetzt gibt es die erste Phase, wo gegebenenfalls ein Medikament eine Feuerwehr darstellt. Aber jetzt entwickelt sich ein Plan, die Gesundheit im Sinne der Salutogenese zurückzuerobern. Das heißt, exakt angepasst, ein kleiner Trainingsplan. Moderat, nicht zu viel, sonst bricht man ein. Eine Ernährungsumstellung, nicht plötzlich eine Diät, kleine Umstellungen, abends weniger Zucker. Jetzt beginnt es, dass ich achtsam in den Tag starte und damit mir Gedanken mache, was ich eigentlich tue mit meinem Leben. Dann eine Schlafhygiene, Computer aus, blaues Licht weg, Handy ausschalten. Und diese Stresshygiene führt dazu, dass der Körper langsam wieder zu seiner in ihm organisierten Selbstreparatur und zu seiner Selbstheilung gelangt. Dazu braucht es einen Couch. Und dazu braucht es Ihre Initiative. Ich muss mich aufmachen, diese Befunde zu überwinden, die Signale zu verstehen. Und dann brauche ich nicht mit einer Diagnose leben, sondern dann können ein erhöhter Blutzucker, dann kann ein erhöhter Blutdruck mit der beginnenden Arteriosklerose abgefedert werden. Und Sie können im wahrsten Sinne des Wortes abbiegen, davonlaufen und in die Reorganisation gehen. Der Blutzucker sinkt, der Blutdruck sinkt, die Harnsäure sinkt, das ganze Stoffwechselprofil reguliert und Sie haben immer mehr Kraft, dass Sie immer besser trainieren können. Muskeltraining ist ein Jungbrunnen. Muskeltraining ist ein wundersames Instrumentarium unter Ihrer Haut. Unter Ihrer Haut, in Ihren Muskeln, lebt die größte Hormondrüse. Die Muskeln produzieren sage und schreibe 3000 Muskelhormone. Und diese Muskelhormone sorgen für die Geburt von neuen Nervenzellen in Ihrem Gehirn. Die sorgen für neue Verknüpfungen. Die reinigen Ihre Gefäße. Die sind antientzündlich. Die hemmen den Schmerz. Die senken den Blutdruck. Die hemmen Wege von der Tumorentstehung. Aber das kommt noch besser. Diese Muskelhormone aktivieren Reparaturgene, die in der Kindheit aktiv waren und im Laufe vom Leben abgeschaltet wurden. Und diese Muskelhormone können tatsächlich Reparaturgene aktivieren, die im Körper nahezu alles reparieren können. Das nennt man epigenetische Reprogrammierung. Die Muskelhormone sind das eine, aber diese Muskelhormone können über ein natürliches Ernährungsverhalten von einer ganz anderen Seite unterstützt werden. Dann ist der Effekt nicht doppelt, sondern dann ist 1 plus 1 gleich 11. Im Alter stellt sich die Frage der Trainingsintensität. Sollte man ein bisschen belasten, moderat belasten? Moderne Erkenntnisse zeigen, man darf im Alter auch richtig belasten. Die Forschungsergebnisse von der Charité Berlin, die sind abgeleitet zuerst mal aus der Muskelknochenforschung bei Astronauten. European Space Agency hat es beforscht. Das gleiche Training, was diese Astronauten gekriegt haben, haben dann eigentlich Senioren bekommen. Senioren, Masterathleten, also Athleten zwischen dem 70., 80. und 90. Lebensjahr.
Und in der Tat hat sich gezeigt, die Dörfer stark belasten, gut ausbelasten, die Dörfer schwitzen, auch mit hoher Intensität. Und die altersentsprechende Sarkopenie, der altersentsprechende Musterschwund, den kann man abfangen. Also entsprechend den Worten von meinem Lehrmeister, Professor Dieter Felsenberg an der Charité, Muskelknochenpapst, bis ins Alter von 120. Bei der Fragestellung, was Alter bedeutet oder wie man im Alter trainiert, ist die Frage, was ist denn Alter? Wie definieren wir das? Heutzutage können wir klar sagen, Menschen, die trainiert haben in ihrem Leben, die können auch im höchsten Alter noch voll austrainieren und bleiben fit. Alter hängt mit dem aktiven Lebensstil zusammen. Leider haben wir heute viele Jugendliche, die bewegen gar nicht mehr. Denn ihr altersentsprechender Muskelschwund, der ereignet sich schon mit dem 25. Lebensjahr. Denn ihr Immunsystem mit dem Schwund der Muskeln entschwindet. Und tatsächlich korreliert es dann auch mit ihrer Gehirngesundheit. Das heißt, wenn man nichts tut, beginnt man früh zu altern. Wenn man viel tut, kann man physiologisch gesund altern, bis relativ weit in ein fortgeschrittenes Alter. Ich nehme die Worte von einem berühmten Forscher, David Sinclair, der hat gerade ein gutes Buch geschrieben, vom MIT in Boston, Harvard Medical School in den USA, Why We Age and Why We Don't Have To. Er sagt, der Lebensstil entscheidet, wie wir unsere Reparaturgene aktivieren, und altern, sagt er, muss gar nicht sein. Das heißt, es liegt an unserem Stil, wie alt wir uns fühlen und wie wir altern. Der sogenannte altersentsprechende Muskelschwund, die Sarkopenie, wurde lange Zeit als isoliertes Fachgebiet im Schattendasein gar nicht behandelt. Die Sarkopenie ist aber entscheidend, denn der Dynamo für unser Immunsystem sind die Muskeln. Der Dynamo für ein gesundes Altern, für Muskel- und Knochenaltern, sind die Muskeln. Und der Dynamo für ein gesundes Gehirn im Alter sind ebenfalls die Muskeln. Das bedeutet, wenn die Muskeln verrotten, wenn die Muskeln abbauen, dann leidet das Gehirn, dann leidet Muskelknochen, dann entkommt eine Osteoporose, aber dann verlässt uns auch unser Immunsystem. Das heißt, die Sarkopenie ist direkt gekoppelt mit einer Immunschwäche, mit Infektanfälligkeit. Die Sarkopenie ist direkt gekoppelt mit einem neuronalen Abbau. Also Sarkopenie und neurodegenerative Erkrankungen sind ineinander verwoben. Sarkopenie und Immunschwäche sind keine zwei Dinge, sondern nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Deshalb ist die Sarkopenie ein zentrales Thema, und da hilft eines am besten: gezieltes Muskeltraining und flankiert von einem guten inneren Rhythmus, flankiert von einem intelligenten natürlichen Ernährungsverhalten. Das Spektrum an Muskelhormonen, die werden jetzt Myokine genannt, ist unfassbar. Das ist ein eigenes Universum. Und vor ungefähr 10 Jahren waren wir schon begeistert von den Muskeln. Und wir haben gehofft, dass es solche Faktoren geben muss. In der Literatur war immer wieder beschrieben, und eigentlich war es ein natürliches Wissen, dass Physical Exercise, das Training hilft. Das ist gut für sich, fürs Gehirn, und es ist gut für die Muskeln und es ist gut für Herzkreislauf. Dann hat man 3 Muskelhormone entdeckt, dann 10, dann 30. Pioniere aus skandinavischen Ländern haben die beforscht. Dann war klar, diese Muskelhormone sind nicht nur für die Muskeln gut, die erneuern die Muskeln, die halten ihn fit, die reparieren Muskelschädigungen, aber diese Muskelhormone sind auch entscheidend für den Knochen. Die halten den Knochen fit, die reparieren den Knochen. Das heißt, dass Muskelhormone die Knochengesundheit aktivieren. Und jetzt wird es noch viel fantastischer. Es gibt Nervenzellwachstumsfaktoren im Gehirn. Brain-derived neurotrophic factor, glia-derived neurotrophic factor, nerve-growth-Faktoren und so weiter. Und man hat gedacht, die sind im Gehirn. Aber nein, die werden im Muskel produziert, arbeiten im Gehirn. Also eine fantastische Installation, dass man neuronal gesund bleibt. Mit Immobilisation leitet man die Weiche schon Richtung Neurodegeneration. Deshalb sind die Myokine von unschätzbarem Wert, und auch hier ist es nie zu spät, um damit anzufangen. Aktuell sind diese Myokine der Superboost für unser Immunsystem. Das bedeutet, Interleukin 15, ein Muskelhormon,
Das ist das stärkste wirkende Hormon, was die natürliche Killerzelle in unserem Körper antreibt. Diese natürliche Killerzelle könnte dann im Millisekundenbereich ein Virus oder ein Bakterium abtöten. Aber Interleukin 15 wird nur produziert, wenn man trainiert. Das wird gehemmt über Immobilisation und Fett. Aber Interleukin 15 verbrennt auch Fett. Das heißt, es ist eigentlich eine wundersame Installation für eine gute Immunkompetenz, dafür, dass die Energiekraftwerke der Zelle aktiv bleiben, dafür, dass die Mitochondrien, die von den Myokinen genährt werden, unser Immunsystem gut ansteuerbar machen, aber auch in der Abregelung, dass es nicht zu überschießender Aktivität kommt, wieder zur Ruhe bringen. Wenn es um diese Muskelhormone, die Myokine geht, stellt sich die Frage, mit was für einem Training kann ich denn die am besten stimulieren? Und da gibt es einen großen Fächer vorab. Einfach nur Staubsauger und Schlurfen zur Tankstelle reicht nicht. Man braucht ein richtiges Training, eine gute Aussteuerung vom Training. Was für ein Training? Man kann mit aerobem Training, wenn jemand joggt und läuft, kann man im Körper was Gutes tun. Das korreliert mit einigen Muskelhormonen. Myokine, die auch fürs Gehirn wertvoll sind. Jetzt gibt es aber auch einige Myokine, die werden dann 100-mal mehr aktiv, wenn es ein High-Intensity-Training gibt. Das bedeutet, ich brauche ein Krafttraining, ein Muskeltraining mit hoher Intensität, was von Fitnesscoaches gut ausgesteuert wird. Das bedeutet, wir brauchen ein betreutes, ein gezieltes und ein individualisiertes Muskeltraining. Wenn man einfach nur im Keller ein bisschen Sit-Ups macht, dann reicht es nicht aus. Manchmal macht es mehr Schaden als Gutes. Dann gibt es ein Training, was in die Länge geht, so ein Muskelfaszien-Längentraining. Und das Längentraining sorgt dafür, dass anti-entzündliche Botenstoffe mit ins Spiel kommen. Die in der Faszien am Übergang zu den Muskeln sind, das sind die Fibroblastic Growth Factors, die wirken anti-entzündlich. Also auch bei rheumatischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen ist Training wichtig. Und Muskelfaszien-Längentraining wirkt anti-entzündlich und hilft jedem. Selbst kleine Zeiteinheiten, 3-mal am Tag, 2 Minuten, sind schon hilfreich. Prinzipiell muss man sagen, ein bisschen Training ab und zu reicht noch nicht für die Gesundheit. Das bedeutet, ich brauche regelmäßiges Training, möglichst 2 oder 3 Mal die Woche und am besten variabel, gut ausgesteuert, dann hat man den besten Effekt. Gesundheit ist ein wertvolles Gut und ist eigentlich nicht nur in den Händen der Ärzte, sondern das ist ein Thema für uns alle. Gesundheit gilt es zu bewahren. Es reicht nicht, wenn ich Krankheiten behandle und Krankheiten manage und verwalten. Deshalb ist eigentlich gekoppelt an die ganze Gesellschaft. Das sollte in der Schule beginnen mit Kindern, die wieder Sport machen. Das sollte damit beginnen, dass Profisportler Botschafter sind für Kinder. Das sollte damit beginnen, dass man am besten dann trainiert, wenn wir gesund sind. Denn je gesünder wir sind, desto besser können wir dem anderen helfen. In skandinavischen Ländern war der Trend schon länger eingeläutet. Da geht es um eine Demokratisierung in der Medizin. Es gibt Informationen für den Arzt, aber Aufklärung für den Patient. Dann gibt es eine gemeinsame Entscheidung, Shared Decision. Und dann macht man einen Plan, wie man die Gesundheit zurückerobert, mit Partizipation. Das geht nicht mehr so, dass man einfach krank ist und ein Medikament schluckt, sondern man nimmt teil an der Rückeroberung seiner Gesundheit. Dann kann man andere positiv anstecken. Und nur dann ist Prävention möglich. Das ist kein Alleingang, das ist ein Thema von uns allen. Da gehören Köche dazu, da gehören Lehrer dazu, da gehört die Schule dazu. Da sind Einkaufsketten mit dabei. Das sind breite Fächer. Für mich ganz wichtig, die Gesundheitsplattform von einem guten Muskeltraining ist eigentlich die Plattform, wo Information vermittelt wird, wo ein Angebot gesetzt wird, wo es mir selber wieder gut geht. Und am besten fange ich damit an, bevor ich krank bin und zum Arzt gehen muss. Bei Covid-19, wenn es ums Immunsystem geht, stellt sich die Frage nach Training. Und da stellt sich die Frage, wann fange ich an, wie sicher ist Training? Die gute Botschaft vorab. Training hilft immer, am besten in gut geordneter Hand, mit einem guten Coach. Die gleiche Regelungen, die beim Einkaufen gelten, halten Sie in Abstand.
spucke sie niemand an, die gelten auch im Fitnesscenter. Das heißt, bestimmte Regeln, an die wir uns im Alltag gewohnt haben, die lassen sich sehr gut im Fitnesscenter umsetzen. Die lassen sich besser umsetzen, als wenn die ganze Horde von jungen Menschen Fußball spielt. Die lassen sich besser umsetzen, als wenn die Leute miteinander irgendwo an einer Bar sitzen. Das heißt, ein ganz sicherer Ort, sicherer als Einkaufen, sicherer als die Grenze, ist eigentlich das Fitnesscenter. Und selbstverständlich, wenn, je nachdem, wie sie sich fühlen, können sie auch zu Hause duschen. Aber selbst wenn sie duschen, besteht keine Gefahr, halten sie Abstand. Wenn sie nicht gerade sich fest umarmen unter der Dusche, dann sind sie schon mal auf der guten Seite. Aber die gleichen Spielregeln wie im normalen Alltag, die gelten im Fitnesscenter. Ich bin sicher, dort sind sie sogar noch sicherer als an vielen anderen Orten. Und dort ist die Schaltstelle, wo sie was für sich und ihr Immunsystem tun können. Und dort ist die Schaltstelle, dass, falls sie erkranken würden, sie einen milden Verlauf nehmen oder gar nicht erst erkranken. Das bedeutet, dort können sie ihr Konto anlegen für die Gesundheit der Zukunft. Und wenn Covid-21 kommt, dann sind sie gerüstet.